So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir sind angekommen im Kapitel Nummer 4. Wir gehen gleich mal auf die Aufgabe. Schauen uns nochmal an, was jetzt gefragt wird. Ein langer Schatten, 4 von 6. Besiege Team Goro. Team Go Rocket Boss Alo, Team Go Rocket Boss Cliff und Sierra natürlich, die dritte im Bunde. Jetzt könnte ich mir nicht in den Arsch beißen. Habe ich nicht. Jetzt extra schon 3 Folgen gemacht, wo ich jeden gesucht habe und jeden besiegt habe. Und jetzt kommt das als Aufgabe in der Spezialforschung. Da hätte ich das so gar nicht extra machen müssen. Das Gute ist, wir haben aus Kapitel 3 natürlich den Rocket Radar aufgehoben. Seht ihr hier oben, noch nicht eingelöst, das ist wichtig. Und können so also schon direkt zum ersten Rüpel laufen, zum ersten Leader. Da ist auch egal welcher. Ihr seht hier unten um die Ecke ist auch schon einer. Da laufen wir jetzt hin, gucken wer das ist. Bestimmt wieder Cliff. Cliff ist ja der häufigste meiner Meinung nach. Und holen uns natürlich ein Krypto-Shiny-Mauzi ab. Ja, das kriege ich eh nicht, aber egal. Wir laufen jetzt auf jeden Fall dahin und melden uns im Kampf zurück. So, da sind wir angekommen am ersten Stop. Wir drehen uns doch so rum. Die Sonne blendet. Auf jeden Fall, heute ist es gar nicht so kalt. Und ihr seht, der erste Stop hier diesmal ist Sierra. Weder Kid noch Rapper. Mit der haben wir als letztes gekämpft. Diesmal ist sie die erste. Wir wissen auch schon ganz genau, welches Team wir diesmal nehmen. Also stellen wir euch aber trotzdem mal hier ab. Hier kann man euch ja hinstellen. Hier sieht es nämlich gut aus. So. Jetzt müssen wir nur noch hier runter gehen, dann können wir mit euch kämpfen. Ich werde wieder auf meinen Regirock setzen. Das finde ich nämlich richtig genial zum Schilde rausloggen. Und weil das natürlich auch effektiv ist gegen Sneebel. Dann als zweites, falls wir einen Lapras bekommen, nehmen wir einen Despotar mit Steinkante. Mit Katapult und Steinkante meinetwegen noch. Kann gut sein. Und als letztes ein Giratina gegen die... Giratina gegen die ganzen Psycho-Pokémon. Obwohl eigentlich wäre dann, wenn Psycho kommt, wäre ja trotzdem Despot da. Auch gut mit Biss und Knirscher. Vielleicht müsste ich eins mit Katapult und Knirscher machen. Wurde auch geraten. Wir probieren es jetzt aber einfach mal so. Die Sonne, Alter. Man ist es überhaupt nicht gewohnt, dass Sonne überhaupt existiert in diesem Leben. Aber gut, wir nehmen die jetzt einfach mal mit. Wir hauen mal drauf und gucken, ob wir es diesmal beim ersten Mal schaffen. Ihr wisst, der Regirock mit seinem Zielschuss, was ihr ja anwenden könnt, auch auf Alde, die Sofortattacke Zielschuss, könnt ihr erlernen über eine TM. Die macht so schnell die Ladeattacke voll. Deswegen könnt ihr da gut die Schilde natürlich rausloggen. Leider müssen wir auch eins von uns jetzt verbrauchen. Aber das Gute ist, wir schaffen es meistens sogar auch noch das dritte Mal, die Ladeattacke voll zu machen und das Sneebel damit auch noch zu bekämpfen. Das Regirock greift also sogar sehr effektiv an im Endeffekt. Beim letzten Mal haben wir sogar noch eine gegen das zweite geschafft, was danach kam. Gucken mal, wie es heute läuft. So. Und vor allem bin ich gespannt, ob es ein Shiny gibt, ob es ein Einhallstein gibt. Einmal habe ich, glaube ich, bisher einen bekommen von den Rocket Leadern. Einfach fabelhaft draufgeknallt. Sehr effektiv, aber es lebt noch. Fall um! Und, da ist es weg. Und wir kommen zu Beerus. Nein! Jetzt macht das auch noch zu Beerus. Ich glaube, dann nehmen wir als zweites dann das Giratina rein. Gegen das zu Beerus. Obwohl, der hat eigentlich auch gut reingeknallt. Nochmal werden wir es aber nicht schaffen. Da sind wir weg. Nehmen jetzt einfach das Giratina bei. Dann hoffen, dass das den Rest noch macht. Ah, das Giratina hält eigentlich was aus. Verdammt. Ach ne, ich habe meinen Move ja noch gar nicht gemacht. Hoffe ich. Wenn ich den noch nicht gemacht habe, spare ich mir den jetzt auf. So. Im Endeffekt bin ich wieder tot und verpasse meinen Spukball mitzunehmen. Ne, da hat es geklappt. Und wir setzen den Spukball gleich ein. In der dritten Runde gegen Simsala. Vor allem, weil Simsala selber ja auch Spukball kann. Boom. Sehr effektiv. Und wir können ihn gleich nochmal machen. Da wir den nicht eingesetzt haben, lädt sich der zweite ja im Hintergrund automatisch weiter auf. So. Zack. Kein Problem diesmal. Sierra beim letzten Mal voll abgelost. Da musste man zweimal rein und wusste am Anfang überhaupt nicht, was wie wo. Diesmal haben wir es direkt geschafft. Den ersten Rüpel, den ersten Leader, den ersten Boss haben wir besiegt. 1000 Staub.
Beleber, Übertragen. Ja, kein Einhaltstein, wie soll es auch anders sein? Vielleicht haben wir wenigstens einen Shiny hier. Nee, haben wir nicht. Gut, also fangen wir jetzt das Sneebel und gucken mal, machen die Rübel, machen wir so. Wir melden uns zurück, wenn wir den nächsten Leader treffen. So, wir haben den zweiten Rocket Leader gefunden. Das ist hier der gute Arlo. Infotafel Totholz. Jetzt habe ich den Stop gedreht, den wollte ich doch gar nicht drehen. Der wäre doch neu gewesen, falls mal wieder eine dumme Aufgabe kommt. Wir stellen uns diesmal... Wir hängen uns einfach hier hin, mitten an die Straße, gucken mal, was der Alu so am Start hat und werden wieder gegen Alu antreten. Der dürfte als erstes ja ein Sichler haben vom Typ Flug und Käfer. Da nehme ich natürlich wieder, wie soll es anders sein, mein Regirock mit Steinkante, was sehr effektiv ist natürlich gegen Flug. Als zweites, weil wir nicht wissen, was kommt, ist immer ein Despoda gut. Das nehmen wir auch mit rein. Falls Garados kommt, sogar da ist Stein gut, obwohl das ja mit Wasser eigentlich gut wäre gegen uns. Aber es kann ja auch ein X-Bad sein, dann ist immer noch Stein gut gegen Flug. Und als letztes, falls der doch irgendwas anderes Hässliches hat, nehmen wir noch einmal Moodle hinterher. So, wir hätten auch Entei nehmen können. Entei, falls der ein... irgendwas anderes hat. Wir nehmen jetzt das Team. Mamoodle oder Entei, je nachdem. Kommt immer drauf an, was er hat. Wir wissen jetzt noch nicht, was er hat, aber wir probieren es einfach. Und locken mal wieder die Schilde raus mit unserem Regirock. Theoretisch hätte man ja auch ein Regi-Eis nehmen können und dem Zielschuss beibringen. Dann kann man auch die Schilde rausloggen und dann mit Eis angreifen, anstatt mit Gestein. Aber Gestein ist ja hier, wie gesagt, sehr effektiv. Also nehmen wir das. Nein, jetzt hätte ich die letzte Runde fast verpasst. Wie gesagt, bei den ersten zwei muss man eigentlich noch gar nicht drücken. Die treffen ja eh nicht, da könnt ihr ruhig eigentlich das so vorbeifliegen lassen. Und obwohl ich dachte, Cliff ist der, der am häufigsten auftritt, gab es bisher nur Sierra und Arlo, noch kein Cliff gesichtet. Aber das ändert sich bestimmt. Und das ist nur Zufall, dass gerade keiner da ist. Vielleicht macht er gerade Mittagspause oder irgendwas. Wir machen auf jeden Fall weiter. Jetzt hat er keine Schilde mehr, das heißt, der nächste trifft richtig hart und zwingt ihn vielleicht schon in die Knie. Einfach fabelhaft, richtig genial. Ihr seht, ich finde es auch bei Stein relativ gut, das zu treffen und zu machen. Jetzt hauen wir hier auch mal raus. Guck mal, das fliegt doch eigentlich auch. Obwohl, das ist natürlich Elektro und Stahl, aber wenn ich mir das so angucke, fliegt das nicht sehr effektiv. Ist aber nicht schlimm. Wir hauen trotzdem einfach noch ein paar Mal drauf. Das vierte Mal einfach Charge Move rausgepackt. Ich finde das so genial. Da sagt man immer, die Regirocks sind scheiße, die braucht niemand. Aber mit Zielschuss sind die so genial, so heftig geworden. Jetzt kurz überlegen. Jetzt haben wir natürlich das Entei nicht dabei. Wir nehmen einfach... Wir nehmen trotzdem das Despoda, wir erhalten die Reihenfolge bei, weil falls am Ende noch Drachen kommen, wollten wir uns das Eis natürlich aufheben. Wir müssen gucken, dass wir das so in die Knie strecken. Der kann ja wenigstens auch mit dem... Nein! Warum? Der kann ja wenigstens auch so angreifen mit seinem Quick Move, wollte ich sagen. Hier Eis zum Beispiel finde ich schon wieder viel schwieriger. Einfach fabelhaft. Seht ihr, wie schwierig das ist? Nicht sehr effektiv. Hätte ich lieber als zweites Mamoodle genommen. Los, 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 los. Na, das heben wir uns jetzt auf. Das ist wichtig. Denn dann können wir den Charge Move gleich mit in den dritten Gegner nehmen. Und haben wenigstens noch ein bisschen Energie. Und hoffen, dass der jetzt einen Drachen hat. Und wir den Drachen gleich niederknüppeln. Ein Glurak. Da bräuchte man eigentlich Wasser. Aber vielleicht hilft Eis auch. Nee, Eis hilft nicht, aber Eis ist wenigstens schnell wieder voll. Wir hauen das zweite Mal Eis drauf. Ihr seht, Mamoodle auch sehr gut. Mit dem Charge Move natürlich. Komm, einer noch. Obwohl, wenn er sein durchbringt, liegt man wahrscheinlich in der Ecke. Aber. Nein, warum? Es war doch so knapp.
Das ist aber nicht schlimm. Wir haben daraus gelernt, wir nehmen dasselbe einfach nochmal, nur als zweites Entei. Revanche natürlich, ja. Packen trotzdem mal den Top-Beleber aus. Heilen die drei Chaoten. Also eigentlich ist es alles kein Problem. Ihr müsstet nur immer wissen, was für ein Team derjenige hat. Wenn ihr das dann einmal wisst, dann ist es eben ganz chillig. Wir nehmen also jetzt wieder das Regirock. So, als zweites dann ein Entei. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt den richtigen Move habe, aber wir nehmen einfach mal das 100er, was wir da drin haben. Und Despo da zum Schluss mit Steinkante. Das ist das. Gegen Drache natürlich sehr gut. Wir stellen uns jetzt aber mal hin. Mir tut nämlich alles weh. Und gucken dann mal, wie es verläuft. Oh. Beziehungsweise könnte ich mich auch so runterhängen. Sieht aber komisch aus. Alternativ könnte ich euch natürlich einfach nehmen und hier hochstellen, ein bisschen die Beine breit machen und schon bin ich wieder am Start. Da müsst ihr nicht da unten bei meinen Eiern rumschaukeln. So, das alte Spiel wieder. Zwei Schilde sind auf jeden Fall weg. Jetzt kommen wir mit der Steinkante, knüppeln da mal drauf. Und weil wir ja wissen, dass der tot ist, holen wir sofort unser Entei rein, opfern jetzt nicht das und greifen sehr effektiv an, hoffe ich, mit Feuer. Obwohl das sieht nicht gut aus. Ich glaube, wir sind tot, bevor wir unseren Move einsetzen können. Wir haben aber noch ein Schild. Abgewehrt. Jetzt muss er nur seinen Move durchbringen, in der Hoffnung, dass er das Magnetzone plättet. Kommt Feuer gegen Stahl, sehr effektiv, sehr gut, das ist weg. Feuer gegen Feuer, ist eigentlich Schwachsinn, aber bevor wir jetzt wechseln, wir können ja gar nicht wechseln, deswegen, wir lassen das einfach mal durchlaufen, holen uns jetzt einfach das Despo da mit der vollen Energie, knüppeln voll drauf. Das müsste ja sehr effektiv sein, obwohl wir keine Schutzschilde mehr haben. Hätte ich lieber das Regirock geopfert, dass das dem Move zum Verhängnis, dass dem der Move zum Verhängnis wird und das Despo da reinkommt mit voller Energie. Aber wir haben es noch knapp geschafft. Also das, taktisch gesehen, wäre das wahrscheinlich noch sinnvoller gewesen in einem anderen Kampf. Das Regirock mit der knappen Energie reinholen, dass das Glurak seinen Charge-Move an dem Regirock verbraucht, ihr dann auf das Despo da wechselt. Und er einfach nichts hat und erstmal aufladen muss und ihr dann schon ein bisschen was habt. Ist aber egal, haben wir geschafft, red auch nicht so viel. 1000 Staub, Beleber, also Top-Beleber und normale Beleber. Braucht wieder mal keine Sau. Wir gucken, ob wir einen Shiny Sichlor haben als Krypto-Pokémon. Nee, das sieht aus wie ein normales. Das fangen wir aber auf jeden Fall jetzt wieder, machen die nächsten 6 Rüpel und sehen uns bei Cliff wieder, wenn wir einen finden. So, wir sind jetzt hier angekommen im Wildgehege beim Spielplatz, hinten irgendwo am Arsch der Welt. Und ihr seht, da steht auch schon der Cliff rum, krumm und buckelig. Ich werde alles für Team Go Rocket tun. Hier habt ihr das Pferd, das Holzpferd, das ist hier der Rocket Stop. Wir stellen euch mal hier auf den Schwanz von dem Pferd und beugen uns wieder vor in die Kamera. Und diesmal, wir haben es bei Cliff gemacht, Mauzi und der Rest, alles war egal, denn wir haben ja unsere Maromai-Armee. Die haben wir damals genommen, die nehmen wir jetzt auch wieder. Wenn das jetzt klappt, dann kann ich nur empfehlen, baut euch eine Maromai-Armee auf, dann habt ihr keine Probleme. Generell, Maromai ist sowieso gutes Pokémon. Deswegen habe ich immer gesagt, wenn ihr irgendwas hochzieht, nein, wieso hat das nur die Hälfte an Energie? Ich muss noch mal raus. Maromai, verletztes Pokémon, merkt euch das. Wenn ihr Maromai nehmt, immer vorher heilen, damit nichts schief geht. Ah, ja. So.
Komm, mach hin hier, Junge. So, jetzt aber. Zum Glück ist der Cliff immer noch da, hat uns also nicht verlassen. Wir drehen also den Stop, haben das Machomai noch fix geheilt, gehen zurück in den Kampf, wählen nochmal unser Machomai-Team aus. Oh, wie das Handy immer hängt, Alter. Richtig abnormal. Dreimal Machomai mit Konda und Wuchtschlag. Ihr könnt natürlich auch Lucario nehmen, um die Schilde rauszulocken. Ich habe aber keinen Lucario hochgezogen und habe auch, glaube ich, keine TM für die Attacke angewendet. Ich werde also mit Machomai hier drauf knüppeln und das so immer versuchen. Mauzi auf jeden Fall tot. Ja, wir aber auch gleich. Da können wir aber das erste Schild rauslocken. Und das sehe ich schon. Ein fliegendes Boden-Pokémon. Das hat aber beim letzten Mal, glaube ich, auch immer gehabt. Also, keine Sorge, denn wir fallen tot um. Ist das letztens auch so gewesen? Ich kann mich nicht erinnern. Aber wir haben ja das zweite Machomai. Und da sieht der Wuchtschlag schon besser aus. Gegner blockt man natürlich ab. Dann können wir das zweite Schild rausloggen. Sieht alles ein bisschen knapp aus. Wenn er am Ende Despo da nimmt oder irgendwas, müssten wir aber wieder die Oberhand haben. Da also das zweite Schild rausloggen, geht sicherlich auch alles anders. Vielleicht wird es auch fix gehen, wenn ihr wieder mal Regirock am Anfang nehmt oder ihr nehmt mal Regieis zur Abwechslung, um die Schilde rauszuloggen oder eben Lucario. Wie gesagt, habe ich keins hochgezogen. An sich seht ihr aber, was eben gut ist und oft zum Einsatz kommt, ist immer Despot da bei den Leadern. Was oft zum Einsatz kommt, ist Machomai bei den Leadern, also bei den Bossen. Und ansonsten Giratina, ein 98er Giratina, die fliegende Made mit... Ach, jetzt wo es drauf ankommt, verkacke ich es wieder. Die fliegende Made mit Spukball, auch richtig genial. Das Giratina mit den Füßen ist nicht so krass. Da müsst ihr keins hochziehen unbedingt. Nehmt euren Sternstab, nehmt eure Bonbons lieber und zieht ein fliegendes Giratina mit Spukball hoch. Das könnt ihr so oft gebrauchen. Auch Despot da, das sollte sowieso eine 6er Armee vorhanden sein. Genau wie von Machomai immer eine 6er Armee haben. Und ihr seht, obwohl das Mauzi mich schon fast platt gemacht hat im ersten, habe ich trotzdem mit dem zweiten Machomai alle zwei weiteren besseren Bosse, also Pokémon, danach besiegt. Also Cliff, meiner Meinung nach, immer noch der leichteste. Da muss man gar nicht groß überlegen. Da braucht man eigentlich gar keine Strategie. Irgendwie egal, was da kommt. Ich habe es bisher immer mit den drei Machomai geschafft. Bei den anderen, habt ihr ja gesehen, Alo abgelost, musste ich umdenken. Wieder kein Shiny. Das fangen wir jetzt aber noch hier live. Für die Kamera, weil wir müssen ja jetzt das Kapitel beenden. Also brauchen wir da auch kein Schnittbild mehr. Nein! Es kommt raus, es wehrt ab, es hüpft hoch, es kreischt rum. Großartig, das nehmen wir noch mit. Jetzt müsste es aber drin sein. Komm, tu mir den Gefallen. Eins, zwei, war schon zwei, gut, drei. Da ist es also drin. Mauzi eingetütet, ne? Jetzt können wir die Bewertung erstmal kurz machen, genau. Nichts, braucht man also nicht. Ihr könnt den Stop nochmal drehen. Stolzer Wessi hat 4 Items aus seinem Geschenk erhalten. Und wir können die Belohnungen abholen. 1250, nochmal 1250, nochmal 1250, 2000 Sternenstaub, Super Rocket Radar, um Giovanni aufzuspüren und goldene Himbeeren. Das war es aber von Kapitel 4. Wir melden uns zurück bei Kapitel 5. Wenn wir gegen Giovanni kämpfen müssen, ich bin gespannt, wie das abläuft, wie krass der ist, was der für Pokémon vor allem hat. Hat er nur Arktos? Hat er 10.000 andere? Wir melden uns zurück auf jeden Fall, wenn es soweit ist. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.